Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei eHajo. Ich habe lang gespart und ich habe mir jetzt was bestellt. Es ist ein Akku drin, es kam per Flugpost, trotz Lithium-Ionen-Akku, denn es kam aus China, es kam aus Hongkong. Und ich bin ein wenig verwirrt, weil ich dachte eigentlich, es wird aus Deutschland oder aus Europa zumindest irgendwie verschickt. Aber dem war nicht so, es kam direkt aus Hongkong. Und zwar habe ich bestellt eine, ich meine, ihr habt es ja eh schon im Titelbild und überall gesehen, DJI Mavic Mini Fly More Combo. Also das große Paket für 500 Euro mit allem drum und dran, also mit 3 Akkus, mit Schutz und Koffer und so weiter. Wir schauen uns jetzt mal an, was drin ist. Nur damit ihr grob mal wisst, worum es geht. Das ist eine Drohne, eine kleine Drohne. Wir schauen uns heute mal an, was drin ist in dem Paket. Danach schrauben wir die Drohne auf und schauen, was verbaut ist an Chips und so, weil ich das ziemlich interessant finde, was da IMU-technisch und so verbaut wurde. Und wenn es wollt, haut einen Kommentar rein oder so unten, wenn es einen Test sehen wollt. Ich meine, es gibt Millionen Testvideos von dem Zeug. Ich meine, ich wohne hier an den Bergen, vielleicht wollt ihr ein paar schöne Testvideos sehen, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. So, tausendfach zugeklebt und sicherheitsversiegelt. Unsere Fly More Combo. Ein schöner kleiner Koffer. Ein vermutlich leerer Karton, so leicht wie der sich anfühlt. Ah ne, da seitlich steht drauf, was drin ist. Da müssten die Rotorschutzteile drin sein. Genau. Der Rotorschutz, wenn man Indoor fliegt. Also die haben das schön verpackt, guckt da mal rein. Richtig schön Karton in Karton. Also mittlerweile, glaube ich, verdient man als Verpackungsdesigner gut Geld. So wie da mittlerweile die Verpackungen überall bei allen Herstellern aussehen. Es gibt eine ganze Horde Anleitungen. Es gibt ein dickes Ladegerät. DJI, Netzstecker zu USB. Das Ganze wird dann mit Micro-USB geladen, was ich richtig cool finde. Und hier das Schwerste, hier sind wahrscheinlich die 3 Akkus drin. Akku 1, Akku 2 und Akku Nummer 3. Ansonsten leer das Schächtelchen. Bedeutet, das Spannende, die Drohne wird uns hier vermutlich präsentiert. In der mitgelieferten Transportbox. Oh, wundervoll. Oh, ich freue mich so. Die Drohne. Sie ist nicht so leicht. Also die meinen alle von wegen, wie leicht das Ding ist. Dass ich meine, man hat nicht viel in der Hand, aber dass jetzt so ganz gar nichts wiegt, würde ich jetzt auch nicht behaupten. Wir haben hier die Drohne. Perfekt hier eingepasst. Also die passt hier genau rein. Hält auch richtig gut da drin. Wir haben hier das Ladegerät, wir haben hier die Fernbedienung, hier wieder weitere Kartons drin mit verstaut, ein kleiner Karton, hier sind Propellerzeichen drauf, also hier sind die Ersatzpropeller dabei plus Schrauben, da sind nämlich einige dabei, wenn ihr das richtig gesehen habt bei dem großen Paket, ich hoffe ich brauche die nicht. Und hier nochmal eine Schachtel Mavic Mini Combo Accessoire, ach das sind die Kabel. Denn wir brauchen ja auch verschiedene Kabel, damit man das Handy, ein kleiner Schraubendreher für die Rotorschrauben, dass man die Rotorblätter tauschen kann. Und man braucht natürlich verschiedene Kabel, damit man verschiedene Handys anstecken kann. Also meins hat jetzt Micro, USB Typ C mittlerweile und Micro USB und Apple Gedönse ist hier auch mit dabei. Und das, glaube ich, sind die Ersatzsteuerknüppel für die Fernbedienung, falls man die verliert oder abnutzt oder so. Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir uns mal die Drohne selber an.
Unfold the rear arm downwards, unfold the front arm vorwärts. Das kennt man ja aus den ganzen Videos, die ich mal schon angeschaut habe. Die ganzen Aufkleber kommen gleich mal runter. Hier vorne ein Schutzaufkleber für den Gimbalschutz. Der muss auch runter, bevor man das erste Mal fliegt. Also hier der Gimbalschutz. Der wird so weggeklappt, okay. Dann noch ein Propellerschutz. Und jetzt hier noch ein Propellerschutz. Ja, wie viel denn noch so Aufkleber da dran? Das wird nach vorne geklappt. Es rastet auch ein. Also guckt mal her. Es wird nach vorne geklappt und macht dann auch tschack. Rastet richtig schön ein. Und das wird nach hinten geklappt. Und auch das mit Federkraft rastet auch das da hinten ein. Dann gibt es hier nochmal einen Schutzaufkleber für den Batteriedeckel hier hinten. Vorne die Kamera mit Dreiachs. Gimbal komplett in alle Richtungen korrigiert der das aus. Das hier sind nur Zier irgendwas, also hier sind keine Sensoren drin. Das sieht nur so aus, als wären da Sensoren drin. Das Ding an sich echt ganz schön leicht. Und hier hinten kommt dann noch der Akku rein. Und was sehen meine müden Augen? Wir haben hier Schrauben drin. Also gehen wir jetzt mal ran und schrauben die ganze Drohne auf. Ja, wie unschwer zu erkennen war, war das jetzt doch ganz schön mühsam, die Drohne zu öffnen. Man muss da echt extrem aufpassen. Der Kunststoff muss ja leicht sein, weil die Drohne ja nur 249 Gramm wiegt. Entsprechend ist er auch biegsam und dünn und weich. Und die Clips hier, die brechen relativ leicht ab. Also da muss man sich, wenn man sie aufschrauben will, definitiv viel, viel Zeit nehmen, damit man da nichts kaputt macht. Obendrauf befindet sich das GPS-Modul, befestigt auf einem Kunststoffrahmen. Die Platine selbst ist mit Gumminupsis federnd in der Drohne gelagert. Elektrisch ist sie mit einem verklebten Flachbandkabel verbunden. Die GPS-Antenne ist sehr groß, ich verspreche mir davon einen außerordentlich guten Empfang. Hier noch eine Detailaufnahme der Gummidämpfer. Die meisten Chips sind leider unter Abschirmblechen versteckt, da können wir uns leider nichts angucken. Was wir allerdings sehen können, sind hier vorne ein paar Chips an dieser Stelle der Drohne. Das sind die Motorsteuerchips und ein Chip direkt von DJI selbst. Über die Chips findet man im Internet leider so gut wie nichts. Der Motor-IC von DJI heißt IESC 3000. Direkt darunter befindet sich ein AON 6407 der Firma Alpha und Omega Semiconductor. Noch nie gehört. Das ist ein 30 Volt P-Kanal MOSFET, der vermutlich, weil er relativ viel Strom ab kann, die gesamte Spannung an- und ausschaltet. Die Links zu den Datenblättern findet ihr im Übrigen unten in der Videobeschreibung. Für die Motoransteuerungen selber werden AON 7934 ebenfalls von Alpha und Omega Semiconductors verwendet. Das sind asymmetrische Dual-N-Kanal-MOSFETs und davon sind in Summe 12 Stück verbaut. Vorne links im Gehäuse verklebt befindet sich ein ganz kleiner Chip mit dem Aufdruck I745 und drunter DJ3. Darüber finde ich leider keine weiteren Informationen. DJ3, ja, vielleicht ist ein DJI-Chip, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird es ein MEMS-Chip sein und irgendwie Magnetfeld oder Gyroskopbeschleunigung. Irgendwas in die Richtung wird es sein, denke ich mal. Der Gimbal ist leider auch komplett verbaut und man sieht da nicht wirklich irgendwelche Chips vernünftig. Aber was man schön erkennen kann, ist, dass er ebenfalls wie das GPS-Modul mit Kunststoffdämpfern befestigt wurde. Nun hat dieses kleine graue Kabel, das sich links und rechts von der Drohne befindet, ein wenig meine Aufmerksamkeit erweckt, denn wie sieht es aus? Ganz klarerweise wie ein Koaxial-Antennenkabel. Denn
Irgendwo müssen ja auch vernünftig die Antennen angebracht sein, damit die Drohne auch guten Empfang hat. Ich habe das Kabel mal ein wenig verfolgt und bin dann hier vorne am Fuß geendet. Und was befindet sich unter diesem verklebten Kunststoffteil? Richtig. Jeweils eine kleine Dipolantenne auf Platinenbasis, die für den Empfang der Drohne zuständig ist. Das Ganze kommuniziert ja über 2,45 GHz. Die Drohne und die Fernbedienung benutzen die Standard-WLAN-Frequenzen, eben um miteinander zu kommunizieren. So, das war's schon vom Innenleben. Ich habe es jetzt schnell außerhalb der Kamera wieder zusammengebaut, stecke mal den Akku rein und wir schauen mal, ob sie sich überhaupt noch einschalten lässt. Ja, wie man erkennen kann, die Drohne funktioniert noch zum Glück. Ich habe sie nicht kaputt auseinandergebaut. Hat gerade eher das größte Problem, dass ich erst mal schauen habe müssen, wo ich hier irgendwie einen ruhigen Platz kriege, weil es ist jetzt wieder einigermaßen schön und kaum, ja, sind 2 Sekunden irgendwie, ja, Corona und so weiter, ihr wisst ja. Also es ist die Hölle los hier draußen, man hat hier glaube ich keine 2 Meter, wo man irgendwie eine 1000 Leute über den Weg läuft. Die Drohne funktioniert, hoch, runter, links, rechts und so weiter. Zum Glück, also wie gesagt, wenn es irgendwelche anderen Videos haben wollt von der Drohne, dann ja, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie ich es auseinandergebaut habe. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, vergesst die Daumen nach oben nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao!